Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play The Witcher. Zurück vor dem Grufteingang. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und hoffen natürlich, dass wir die Ghule da drin loswerden können. Ich schätze mal, wir müssen wieder auf den schnellen Kampfstil. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Tja. Wir kennen die gute Dame, das ist die aus dem Gasthaus. Und die Großmutter hat auf die gewartet und da kann sie leider lang warten. In dunklen Bereichen wie Höhlen und Gewölben solltet ihr einen Trank Katze zu euch nehmen oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Tja. Die Leiche des jungen Mädchens muss die Ghule angelockt haben. Es scheint, als ob der Inhalt der kleinen Flasche neben ihr die Todesursache war. Glasviole haben wir aufgenommen. Ich schau mal. Tagebuch. Hallo? Das war sie. Tja. Schätze ich mal. Und wir nehmen mal eine Katze rein. Moment. Inventar. Ich komme nicht so drauf mit den Reitern da oben. Okay, es pausiert, wenn ich in der Inventar bin. Gut. Ich dachte, warten wir schon. Was sind unsere Mixertränke eigentlich? Schmalde. Das deckt das nicht automatisch. Okay. Haben wir überhaupt eine Katze? Frage. Ich glaube nämlich nicht. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, ist ein Ghul am Stissel. Aber es geht noch. Und Geralt legt das gut los. Und die Angriffe kann ich gut verstecken. Das war der Ghul. Können wir hier irgendwo eine Fackel anzünden? Oder habe ich doch eine Katze im Inventar? Das ist jetzt nochmal die Frage. Das ist nur Schwalbe. Ansonsten sehe ich nämlich nicht wirklich was. Das ist verschiedenes Bierzeug. Blaubeeren, Schinkenbrot. Hier im Alchemie-Sack ist nicht wirklich was drin. Und herstellen können wir, glaube ich, nur. Naja. Auf jeden Fall sehen tut man hier nicht wirklich viel. Ich guck mal so. Mit Alt. Da hat sie Überreste. Da geht es nach hinten. Da hat es noch einen Ort der Macht, so wie es aussieht. Ah. Da kommt noch ein Ghul. Ihr seht zwar nicht viel und ihr seht wahrscheinlich auf YouTube noch weniger, weil da genau so ein bisschen dunkler wird. Aber hier war total schon krass alles.
hätte die Angriffe echt nie mehr stellen. So, das wird nur auf Dauer nicht wirklich ein Problem ist. So. So. So viel dazu. Sehen tue ich nix. Hier wird es ein bisschen heller. Ja, da ist ein Ort der Macht. Ritual der Magie durchführen. Zeichenintensität um 100% erhöht. Für 5 Minuten. Das ist nice. Aber die ganze Nummer hier bringt uns nicht so viel, weil ich gerade echt nichts sehe. Das ist ein bisschen nervig. Warum haben wir eigentlich keine Katze mehr? Wir hatten doch eigentlich. Ich frage mich, wo die hin ist, die Katze. Na gut, dann müssen wir uns eben irgendwie, ob's nicht, Spiel unterbrechen. Kreis des inneren Feuers, oh nice. Kriegen wir hier jetzt Igni, das würde mich echt freuen. Alter, ich erschrocken. Okay, das ist hart. Gegen drei Igni. Das wird echt hart. Das sieht echt auf dem Leben. Ja, genau. Warum bin ich jetzt gestorben? Warum hat Geralt keinen Trank genommen? Na toll. Wir laden. Ich muss ja wohl, aber das ist echt komisch gewesen gerade eben. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Das ist schon klar. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Ja, Geralt, wissen wir. Danke. So. Das wissen wir alles. Aber ich würde echt gerne eine Fackel anzünden. Dunkle Bereiche. Ja, und wie zünde ich eine Fackel an, du Schatzkeks-Tutorial? Das ist echt toll. Ich gehe mal kurz raus. Und guck mal, ob ich wo Katze herkrieg oder machen kann, weil ansonsten ist es ein bisschen doof. Feuerstelle. Formeln. Katze. Wie war das nochmal? Alchemie-Symbol so hier. Katze. Wir haben nicht genügend Zutaten. Für nichts von alledem. Na Glückwunsch. So wie dazu. Dann können wir das Meditieren gleich mal lassen und wieder aufstehen. Dann müssen wir irgendwie so durchkommen. Ja, aber zwei Tränke sind jetzt weg oder was? Oder Moment mal. Nee. Das nicht gespeichert, dass ich die hier umgelagert habe. Aber ja. Zum Benutzen rechts klicken, aber hier ist doch zum Benutzen links klicken. Habe ich vorher gemacht unten beim Kampf. Hat nicht funktioniert. Oder zumindest nicht wirklich geheilt. Also das war ein bisschen komisch. Ich würde echt gern hier drin Fackeln anzünden, aber Trank haben wir keinen und Fackel anzünden scheint auch nicht so zu funktionieren. Ich meine, einzeln gehen die ja noch. Wenn es mehrere werden, ist nicht mehr so lustig. Das Problem ist, dass ich ja nicht wirklich effektiv kämpfen kann, wenn ich nicht ausweiche. Das Problem ist aber, dass sie mega viel Damage machen, wenn ich nicht ausweiche.
das Problem. Schwalbe drin. Die hilft uns nicht gut, denke ich. Ich muss aufhören, zu hektisch zu klicken. Das geht dann immer schief. Ja, die Schwalbe heilt uns jetzt. Nice. Ich habe ganz vergessen, wir haben noch Art. Ah, ich habe noch nicht genug Leben. Nicht genug Energie. Jetzt wieder. Oh, der ist down. Na nice. Da ist so viel dazu. Dann warte ich mal ganz kurz, bis unser Leben wieder voll ist. Und dann können wir auch mit Hilfe von den Zeichen da ein bisschen geschickter vorgehen. Ja, ich muss erst wieder ins Kampfsystem reinkommen. Aber ja genau, muss ja noch einer rauskommen. Noch so ein Ghoul. Und Geralt hat wieder den Vernichtungsschlag angewandt. Und schon sind sie weg. Die netten Herrschaften. So, Ort der Macht. Zackel die. Ritual der Magie durchführen. Zeichenintensität erhöht. Wo geht's hier eigentlich hin? Da ist, glaube ich, gar nichts. Also, tut mir echt leid, wenn es für euch jetzt ein bisschen dunkel ist. Für mich selber ist ja mindestens genauso dunkel. Alter, ich erschrecke jedes Mal mega. Warum nehme ich eine Schwalbe? Ich habe da schon eine drin. Ich glaube, den einen haben wir mit so einem Dreckschlag am Anfang getötet. Durch meine Art. Aber es ist nicht ganz so optimal, hier drin zu kämpfen, weil ich genau gar nichts sehe. Und die Schwalbe halt ist gut. Das ist gut so, ansonsten hätten wir nicht die geringste Chance. Ich glaube, das ist der letzte. Der letzte Kackbuhl. Wesentlich härter wie die Ertrunkenen. Vor allem in der Gruppe sind die echt ziemlich ätzend. Das einzige bisschen Licht, das hier gerade reinkommt, ist, wenn ich Art mache. Wir können auch erst eine Fackel anziehen, wenn wir Eaten haben. Kann auch sein. Okay, nice. Das hätten wir. Kreis des inneren Feuers. Dann machen wir mal. Ihr habt das Igni-Zeichen erlernt, sehr schön. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegnern Schaden zuzufügen und Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite. Rechtsklickt auf das Ziel, um den Zauber zu wirken. Okay, und jetzt können wir auch Igni dann aufwerten. Sehr schön. Und Igni-Zeichen erhöht. Nein, ich will da immer auf der Leertaste, das ist ja falsch. Ich will hier mit Alt gucken, was hier sonst noch so gibt. Da ist noch ein Leichnam, die Überreste von denen. Was für ein Leichnam ist das hier? Oh, Würfelkästchen. 8 Orens, 2x Hammelbein, 1x Dörrobst, 12 Orens. Nehmen wir mit und dann gucken wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Dann sehen wir auch wieder was. Haben wir das hier eigentlich ganz okay gemeistert dafür, dass ich das einmal verdattelt habe. Mehr kann ich hier nicht machen. Ich kann jetzt zu der Großmutter gehen und ihr das sagen, was passiert ist. Mehr kann ich leider da nicht mehr tun. Ich kam da zu spät. Tja, eben das gehört auch zum Witcher-Universum, dass man eben nicht alle retten kann, auch wenn man viele rettet. Das ist eben so. Ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich soll mit den ganzen. Ja. Wir können unsere Zeichenintensität nochmal auffrischen, aber so mega mäßig was bringen tut's ja nicht. Ist
Spieler und der Macht Lagerfeuergruft. Schreien. Ja, da oben ist der Mikul. Wir gehen jetzt mal zu dem Schrein, meditieren bis es nachts ist, zünden ihn an und dann hoffe ich, dass es weitergeht. Läuft darum. Noch zu weit weg, das ist eine Namensmarkierung, ein Reisender. Na gut. Ach nee, wir können ja nur an Lagerfeuern meditieren, bis es nachts ist. Moment. Na gut, dann gehen wir erst zu Mikul. Wenn wir denn schon mal dann unterwegs sind, kann man gleich durchlaufen. Inzwischen schon. Charakter Stufe 5. Ja, waren wir schon. Vorher auch schon, aber 16.800. Jo, wir brauchen insgesamt 21.000. Das heißt, noch gute 4.000 Erfahrungspunkte brauchen wir. Ich könnte da mal reinschauen. Können wir nachher vielleicht mal machen. Jetzt erstmal nicht. Was ist denn da los? Das sieht nach Skoyatel aus, ich weiß nicht. Ach, Salamandra-Kollegen sind da am Stissel. Lasst mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben. Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Oh ja, so schnell sind die mit den Waffen. Ach nee, er schon wieder. Ich dachte, er ist tot. Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ich bin unschuldig! Nein, Glückwunsch. Hey, ihr Deppen. Ach, ich hab den falschen Kampfstil. Ich vergesse immer zu wechseln, Mann. Oh, das war er. Die wesentlich einfacher zu töten wie die Kühle. So. Und dann haben wir noch unseren Magierfreund am Start. Der auch noch. Dann glauben wir, das wird noch eine wesentlich härtere Nummer. Ja, Gerald geht gut los. So, das waren die alle. Okay, so viel dazu. Habt Dank, Hexer! Ihr habt mich gerettet! Und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze! Jederzeit. Ja, haben wir gut hinbekommen. Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die man sich selber bei allem stellen kann, aber ich schätze mal, nein. 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 Es war die richtige Entscheidung. Genau. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Der Typ ist cool drauf. Der Akzent ist cool. Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Jo, alles klar. Tja.
Wir gehen zu Mikul. Aber ja. Skandal! Das ist schon das dritte Mal, dass sie sich weigern, die Gültigkeit meines Passes anzuerkennen. Was führt euch hierher? Tja, das ist eine gute Frage. Wir reden einfach mal mit ihm. Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Vizima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation spezifisch. Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen. Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Schön. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ihr habt von einer Rückkehr nach Vizima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplempere ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Tja. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Ja, machen die schon. Lebt wohl. Ich habe das andere jetzt mal nicht gefragt, weil ich noch mit Mikul reden wollte. Aha. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein, das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Nein! Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick, ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. Na, der war auf jeden Fall. Naja, Nikuls Vertrauen gewonnen, mehr oder weniger. Aber wir haben die Quest für ihn erledigt und das ist das, was zählt. Wir müssen jetzt noch zu Odo. Berengar ist in der Stadt, das kommt noch. Würfelspiel. Wir müssen Soltan danach fragen. Bekannteste Bewohner des Umlands. Da können wir mal noch reden. Stadtwache in Vizima. Und Kapellen hier anzünden. Ja, das müssen wir dann alles noch machen. Ich würde mal sagen, wir machen das hier als nächstes. Odo ist da unten, da waren wir noch gar nicht. Wird es auch mal Zeit, dass wir da mal hinkommen. Und deswegen sagen, ihm wünsche ich viel Glück, dem Kalkstein, dass er hier reinkommt. Nehmen das mal mit, das Stilett brauchen wir nicht. So. Und dann laufen wir noch ein paar Schritte in Richtung Odos Haus. Oder Odo selber, ich weiß nicht, ob er ein eigenes Haus hat. Und dann war es das aber auch schon von dem Part, würde ich mal sagen. Ja, da sind wir jetzt unterwegs. Haben wir hier noch irgendwas Neues? Nein? Okay. Gut. Dann können wir, denke ich, dann, wenn wir bei Odo unten sind, den Rest von der Karte
aufdecken und dann haben wir eigentlich schon relativ viel geschafft, muss ich sagen, in den paar Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir dann schon einiges erledigt. Wie lang wirkt die Schwalbe eigentlich? 10 Minuten? Das ist nice. So, da. Bettler, Raufbold, Schurken. Das ist hier die Schurkensiedlung. Ja. Ach nee, das war nicht so schlau, ne? Ich komme hier nämlich nicht wieder runter. Einmal außenrum. Langweilig. Tja, und dann müssen wir mal hier hoch. Der Geralt braucht auch irgendwann mal demnächst neue Stiefel, so viel wie der schon läuft. Aber gut, wie gesagt, Plätze hat er ja leider noch nicht. So, sind wieder oben in der Stadt angekommen. Sind jetzt, warte mal, wo sind wir? Da ist Olos Haus, wir sind nach Abigails Haus. Abigail? Wer ist Abigail? Können wir auch mal vorbeischauen, wenn es denn schon markiert ist. Eine Mühle, das Müllertor, müssen wir uns auch mal anschauen. Da oben ist das Kaufmannstor. Können wir mal da in der Mitte schauen. Ach, wir sind hier außen, der Grüne. Ach, der Overlay-Pfeil, das sind wir. Ja. Einen Teil haben wir geschafft. Ich würde sagen, das war es aber mal für die Folge. Wir können mal noch speichern. Dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.